So today our next topic is going to be on the cloud economic miracle inside medium-sized businesses. Why cloud makes big software companies look antiquated. We've been hearing that a lot. Cloud services, cloud solutions with SMEs this week, and this fits into that nicely. The founder of Scope Visio is going to be here with me, and I think we're ready for that. Okay, so if you could please give a round of applause to Dr. Jörg Haas. There you go. Viel Spaß. Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Scope Visio ist eine Unternehmung, von der ich sagen möchte, dass wir das machen, was die Zukunft eben halt gestaltet. Wir entwickeln Software, Cloud-Unternehmenssoftware für den Businessbereich in der Zukunft. Uns ist es wichtig, dass wir nicht das übernehmen, was es gibt, sondern neue Dinge machen. Ich möchte Ihnen heute präsentieren, zeigen, warum und weshalb wir glauben, dass Cloud-Unternehmenssoftware ganz viel in unserem Mittelstand verändern wird, warum es einen riesen Vorteil geben wird, dass die Cloud-Business-Software gegenüber den Konzernen im Mittelstand Vorteile bringt. Warum Cloud disruptiv ist und was wirklich sich verändert. Uns ist es wichtig, dass wir am Puls der Zeit sind und aus Europa heraus Software entwickeln, die hochsubstanziell ist und die Welt eben halt im Business-Bereich beeinflussen wird. Was wir gemacht haben, ist das, was Sie in den USA von NetSuite kennen, was Sie bei SAP mit Business by Design kennen. Wir entwickeln eine Unternehmenssoftware komplett in der Cloud. Aus der Vergangenheit heraus haben mein Partner Rüdiger Wilbert und ich eine Softwarefirma im Healthcare-Bereich aufgebaut mit weit über 1000 Mitarbeitern, hochprofitabel, die 2005 verkauft. Und mit dem Kapital, was wir da bekommen haben, haben wir hinein investiert, unabhängig von allen Private Equities, Banken und sonst was, in eine ganz neuartige Cloud-Unternehmenssoftware. Ich zeige Ihnen, warum und was die Änderungen dabei sind. Cloud ist eben halt in dem Umfeld des Business bei weitem noch nicht so stark etabliert im Consumer-Bereich. Aber das wird kommen und wir eben halt haben sehr frühzeitig hinein investiert und wollen hier beginnend mit einer Finanzbuchhaltung rausgehend in den gesamten Unternehmensbereich die Welt verändern. Warum gehen wir da hinein und wie machen wir das? Wir gehen in diesen Bereich hinein, indem wir sagen, das Essential, das Wesen der Cloud-Unternehmenssoftware ist, diese im Outsourcing-Verfahren zur Verfügung zu stellen. Da gibt es einen IT-Versorger, der IT-Versorger macht alles. So, wie Sie eben halt das kennen von Stromversorgern beispielsweise. Der IT-Versorger geht raus, covert die gesamte Infrastruktur, das Rechencenter, den Betrieb, den Anwendersupport, die Schulung, die Software, die Plattform, entwickelt die Software und stellt die komplexitätsreduzierend dem User zur Verfügung, dass er damit arbeiten kann. Der User hat ein webfähiges Endgerät und legt los, arbeitet. Und das ist auch das, wir nennen es als Software as a Service, Software als eine Dienstleistung, in dessen Verfahren wir Software zur Verfügung stellen. Nichts mehr kaufen gehen, Rieseninvestitionen tätigen dabei hinein. Die Investitionen in die gesamte Infrastruktur, in die Softwareentwicklung, in die zur Verfügungstellung, das macht der Provider. Der IT-Provider, der Versorger, stellt praktisch die Leistung zur Verfügung. Der User, der Nutzer, die Unternehmung hat sein Endgerät, loggt sich ein und bekommt Business-Software wie Strom aus der Steckdose. Genau das Modell, Strom, der aus der Steckdose, ist das, was wir im Business-Bereich anbieten. Nichts mehr damit zu tun, wer als Strom aus der Steckdose hereingeht und dass wir 220, 240 Volt rausbekommt, der sich Gedanken macht, ob das jetzt aus einem Atomkraftwerk kommt, aus einem Wasserkraftwerk, ob eben halt der Strom über Solar kommt. Er will Strom aus der Steckdose haben und er will bezahlen, was er nutzt. Und genau
dieses Modell ist das Modell, von dem wir glauben, Komplexität weg aus den Unternehmen heraus, Lösungen zur Verfügung stellen und dieses bezahlen monatlich im Nachhinein, so wie ich die Leistung auch wirklich benötigt habe. Warum soll ich denn selbst meinen Serverraum haben, meine Support-Personen im Haus rumlaufen haben, alles eben halt an Komplexität der IT vornehmen selbst? Nein, Vergangenheit. Dieses, was wir Cloud Computing nennen, ist eine disruptive Technologie. Eine Technologie, die die Vergangenheit, die veralteten Technologien wegwischen wird. Denken Sie an die analoge Kamera, in welch kurzer Zeit durch eine digitale Kamera, zack, bumm, die vom Markt verdrängt wurde. Wenn im Business-Software-Bereich es etwas länger dauert, ist das an der Komplexität der Funktionalität, die man länger braucht, um abzulösen. Aber die Konsequenz wird absolut die gleiche sein. Wir hatten die erste Generation. In der ersten Generation haben wir praktisch Terminal-Lösungen gehabt. Anfang der 80er Jahre kamen die PCs raus. Personal Computer, mein privater Personal Computer, auf die ich die Daten geschrieben habe. Dann im Client-Server-Ansatz. Die Zeit ist vorbei. Wir sind in der nächsten Generation. Wir reden nicht über eine Mode. Wir reden über den absoluten Megatrend, der schon seit einigen Jahren begonnen hat und der im Consumer-Bereich über die Smartphone schon ganz weit vorangekommen ist. Der aber sich im Business-Bereich gerade erst so richtig anfängt zu etablieren. Warum wird die Cloud, das Cloud Computing, den Personal Computing, Client-Server-Bereich vollkommen verdrängen? Ja, weil es viel, viel, viel leistungsfähiger ist. Warum hat die digitale Kamera die analoge verdrängt? Ja, weil das Teil eben halt viel effizienter ist, ich kann Bilder fotografieren, nichts mehr Film kaufen gehen, nichts mehr Film einlegen unter der Bettdecke, nachher entwickeln lassen, Bilder eben halt fotografieren und die Ehefrau reißt sich reihenweise durch, weil die Bilder ihr nicht gefallen. Nix, digitale Bilder, zack, 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 dann aufbereitet am PC und nur diejenigen, die richtig fertig sind, online-mäßig in ein Fotoalbum rein und ich bekomme es zurückgesendet. Fertig. Welten verändern sich. Und im Business-Bereich verändern sich die Welten auch. On-Demand-Lösungen im Multi-Tenant-Ansatz, im Vielmandanten-Ansatz sind gegenüber Single-Tenant, On-Premise, im Eigenbetrieb weit, weit, weit überlegen. Warum ist das so? Wo ist denn die Überlegenheit? Die Überlegenheit kommt auf dem einen her von einem ganz philosophischen Ansatz. In den letzten 30 Jahren kannten wir unseren privaten PC. Mein ist vorbei. Aus mein wird unser. Der private PC war physisch da, körperlich anwesend. War mein PC, da meine Festplatte, da meine Programme drauf. Die Daten noch eben halt vielleicht dann Client-Server auf irgendeinem Server. Aber Client-Server, Client physisch hier meine Sachen, ich kenne jede logische Adresse physisch, eben halt ist vorbei. Heute arbeiten wir im Cloud Computing mit einer virtuellen Sicht. Virtuell ist das Gegenteil von physisch, von körperlich anwesend. Hat nichts mit real zu tun. Real sind beide. Ich habe virtuelle Sichten auf meinen Arbeitsplatz, aber auf meinem PC läuft nichts mehr am Programm. Nur noch die Oberfläche, nur noch die Interaktion, die Logik läuft auf dem Applikationsserver irgendwo. Einmal. Dieselbe Software, nicht die gleiche, dieselbe Software läuft einmal auf dem Rechner und da können Tausende Multitenant, Tausende von unterschiedlichen Unternehmen mit nochmal Tausenden von Benutzern auf einer Infrastruktur arbeiten. Aus Personal Computer wird Common Computer oder wie wir sagen Cloud Computing. Und was bedeutet das? Was hat das für Folgen? Unter anderem hat es die Folge, dass ich nicht mehr einmal eine Hardware kaufe, die irgendwo hinstelle und wenn ich erweitern will, eben halt erweitern kaufen muss. Ich habe Starrheit. Nein, ich brauche Leistung
und ich will die wie ein Regelschieber mir zunehmen oder wegnehmen. Ich brauche mehr Benutzer, nehme ich mir mehr Benutzer. Ich brauche weniger Benutzer, tue ich die wieder abwählen dabei. Täglich Benutzer zu, weg. Ich brauche mehr Funktionen. Ich habe eben Marketing, ich will noch Kampagnen haben, ich will Kampagnen dazu. Ich will Vertrieb haben, Vertrieb hinzu. Ich will Abrechnung haben, Abrechnung dazu. FIBO brauche ich, noch ein paar FIBO dabei. Nee, ich habe eine Krise, ich nehme wieder einige Lizenzen zurück. Mache ich das täglich? Eine Praktikantin für 3 Wochen, Lizenz für 3 Wochen geholt und wieder weg dabei. Ich regel, ich brauche mehr Leistung, weil ich auf einmal Hunderttausende von Debitoren abrechnen muss. Habe ich die Leistung? Der Provider stellt sie agil zur Verfügung dazu. Die Starrheit eben halt hört auf. Und wir haben verfügbare Ressourcen. Die Kosten gehen dabei deutlich runter und die Flexibilität nimmt zu. Und dann, wie viele sagen, die Sicherheit. In die Cloud kann ich nicht gehen, das ist mir zu unsicher, ich weiß ja nicht, wo meine Daten sind. Das Unsicherste, was wir heute kennen, ist Client Server. Im Client Server Ansatz heißt jeder Client Einfalltor. Irgendein Mitarbeiter lässt einen Modem an seinem Client ran und ich spreche darüber ein in die gesamte Anlage. Wie will ich eine Client Server Anlage im Eigenbetrieb mit wenig professionellen Leuten im Mittelstand abbilden? Konzerne können das noch in ihrem Rechenzentrum mit Millionen, Abermillionen. Als Mittelständler mit 100, 200, 500 Mitarbeitern mache ich das nicht. Ich bin nicht über Nacht da und gucke, ob wer auf meinem Server ist. Ich merke noch nicht mal, wenn bei mir eingebrochen wird und Daten weggenommen wird. Die einzige Möglichkeit, Sicherheit in mittelständischen Unternehmen hinzubekommen, ist, einen professionellen Betreiber zu haben, der Tag und Nacht dafür sorgt, dass keiner in meine Daten einbricht. Der im hochprofessionellen, testierten Rechenzentrum dafür sorgt, dass keiner reinkommt. Der bei Stromausfall 5-mal eben halt einen Stromzugang hat und über 7 verschiedene Leitungen und Provider rausgeht in die Welt und die Leitungskapazität zur Verfügung stellt. Der mit Millisekunden Geschwindigkeit feststellt, wenn eine Attacke gegen mich gefahren wird. Wer Sicherheit haben will, braucht eine Cloud-Software von einem Betreiber, der mir die Sicherheit zur Verfügung stellen kann. Nämlich, es ist ein absoluter Unsinn zu glauben, ich könnte das in normalen Mittelstandsunternehmen hinbekommen. Sicherheit wird es in der Zukunft nur noch in der Cloud geben, wie der Tresor der Deutschen Bank sicherer als der Safe in meiner Firma ist. Und dann das ganz große Argument, was immer wieder zählt, wenn sich Tausende von Firmen und Abertausende von Nutzer eine Infrastruktur und eine Software und ein Anwender-Support-Team teilen, wenn sie sich zusammen zu Tausenden und Abertausenden Firmen ein Rechenzentrumbereich mit Speicher teilen, dann gehen die Kosten krachend runter. Das Geschäftsmodell für den Provider ist viele, viele, viele Unternehmen multitenant, viel mandantenfähig in eine Infrastruktur zu bekommen. Noch mehr User hinzubekommen, pro User abzurechnen. Ja, bei 1.000 oder 3.000 oder 5.000 oder auch 10.000 User rechnet sich das überhaupt nicht über den Provider. Aber auf einmal bei 30.000, bei 100.000, bei 500.000, bei mehreren Millionen User verdient der, obwohl der Preis auf 20% runtergeht, auf 10% runtergeht, Fixkostendegression bei niedrigen variablen Kosten extrem. Ich sage, Cloud Computing hat das Potenzial, nicht nur 80% preiswerter zu werden als heute, hat das Potenzial, 90% und mehr preiswerter zu werden. Die Fixkosten gehen immer weiter runter. Hardware kostet nichts mehr. Ins Rack 48 Terabyte reingeschoben, 6.000 Euro. 6.000 Euro sieht man gar nicht mehr. Ja, dabei verteilt, CPU reingesteckt. Uninteressant von den Kosten her. Wenn sich das die ganzen Firmen teilen, Personalkosten geteilt, ein Team von 6, 7, 8 Mitarbeitern im Support kann Tausende von Unternehmen verwalten. Die Ressource ist ja auf einem System, an einer Stelle zu verwalten. Das System ist so, die Cloud Computing so viel preiswerter bei höherer Leistungsfähigkeit, dass eben es keine Chance mehr da gibt für Client-Server-Lösungen. In der Zukunft.
Und dann der Provider geht heute hin, der Hersteller von Software geht heute hin und kann Technologie nutzen, die Open Source ist. Und nicht irgendwas, nein, Bestlösungen, Java, HTML5. Wir gehen hin und haben Xeng oder KVM-Software, Virtualisierungssoftware. Wir nehmen Dockers eben halt, indem wir Dockers für Teilvirtualisierung, Containervirtualisierung vornehmen. Linux kostet nichts mehr. Progress, ich habe mein Leben lang Oracle-Datenbank gemacht. Progress-Datenbank ist super. Ja, Open Source da zur Verfügung, kostet nichts mehr. Standardisierte Schnittstellen im SOAP oder im Restbereich, alle definiert. Die Entwicklungsumgebung ist hochprofessionell, high level und kostet nichts mehr. Die Softwarehäuser gehen auf diese Technologien und die Client-Server sind eben halt auf teuren Infrastrukturen gefangen dabei. Von daher, auch für den Provider ist das ein Riesenvorteil. Was bedeutet das jetzt? Wer gewinnt davon, wer verliert davon? Meine These eben halt für heute, die Verlierer sind die Konzerne, die in den vergangenen Jahren Millionen und Aber und Aber und Aber Millionen investiert haben, die Software genommen haben, angepasst haben an das Unternehmen, eben halt die Abläufe über Kontinente hinweg designt haben für unfassbares Geld, die eigene Rechenzentrum sich gebaut haben, Infrastruktur, Supportleistungen, Teams, die Tag und Nacht darum arbeiten, Sicherheitsstrukturen aufgebaut haben dabei, die hingegangen sind und haben Tausende von Mitarbeitern geschult, die heute die Software eben halt bedienen müssen, dabei. Und was ist eben halt am Ende des Tages? Alles umsonst. Heute kommt auf einmal eine Software heraus, Client-Server ist weg, eine viel überlegenere Technologie, Funktionen werden eben halt angepasst und wir haben Unternehmen, die in den Vergangenheiten kaum was investiert haben, die heute mit einer Lockerheit wandeln können. Die großen Konzerne kommen nicht mehr von der alten Software weg. Die kommen hierher, die jungen Firmen, Mittelständler, keine Millionen investiert und können auf einmal für kleines Geld hochfunktionale Software einführen. Diese Software ist webmäßig erreichbar, also rund um die Welt. Überall, wo ich bin, ins Web reinkomme, habe ich die Software unmittelbar zur Verfügung stehen. Wahnsinn. Dann habe ich eben halt eine hohe Funktionalität auf einmal in der Software drin, die ich verdammt gut anpassen kann. Integrierte Software, die eben sich anpasst an die Bedürfnisse des Mittelständlers in Prozessen und Geschäftsprozessen und Abläufen dabei. Und das Ganze kostet quasi als Investition gar nichts mehr und in dem Aufwand nur ein Bruchteil dessen, was der Konzern durchgeführt, investiert hat dabei. Was bedeutet das? Viele sagen, ja, so eine Standard-Cloud-Software, überall, alle haben dieselbe Software, ja, die passt ja nicht an mein Unternehmen ran. Ja, wissen Sie, wir Cloud-Hersteller, wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Heutzutage können wir individualisieren Software ganz anders, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir bauen Meta-Tabellenstrukturen über das Wissen des Systems und packen Settings in Anpassungen der Software für das Unternehmen. Wir können das individuell konfigurieren, auf Datenfeldebene, auf Rechtebene des Datenfelds, auf Geschäfts- und Business-Logik-Ebene. Klicken wir rein, raus, zack, bumm, hin und her, konfiguriert, abgespeichert für die Gruppe, für den Individuum, für das gesamte Unternehmen. Verwalten das, ohne den Standard aufzuheben. Was SAP mit Customizing vor 40 Jahren sich überlegt hat, heute in ganz anderen Dimensionen. Die Software wird geschmeidig an die Firma angepasst. Ja, design your business. Bilde dein Geschäftszweig, dein Geschäftsfeld, deine Abläufe in der Software ab. Und das geht trivial, nicht mit Heerscharen an Consultings, die Tausenden, Abertausenden Euros die Anpassungen über Jahre vornehmen müssen. Nein, bisschen geschult, selbst gemacht. Klick, klick. So einfach, dass man sich nicht mehr vorstellen kann dabei. Und diese Software eben halt zur Verfügung gestellt, adaptiert auch während des Arbeitens die Umgebung.
der lernt gucken, eben festzustellen, mit welchem Gerät arbeiten Sie denn? Ah, Sie haben Ihr Pad jetzt, okay, ich gebe Ihnen die Touch-Version. Ach, Sie haben Ihren Client auf dem PC mit 27-Zoll-Monitor, kann ich hier ganz anders meine Tabellenstruktur darstellen. Er lernt von Ihnen, wer Sie als Person sind, wo Sie sind, an welchem Endgerät er Sie teilnimmt und stellt das System Ihnen so zur Verfügung, wie Sie es an diesem Arbeitsplatz brauchen dabei, wie von Geisterhand. Und dann überall, jederzeit, rund um die Welt, jede Information ist zu jeder Zeit sofort verfügbar. In der Millisekunde, in der Sie sie abspeichern, in der Regel unter 40 Millisekunden, steht eine erstmal erfasste Information überall zur Verfügung. Die Zusammenarbeit, das E-Collaboration, die Zusammenarbeit wird eine ganz andere, wenn ich virtualisiere. Auf einmal wird das Leben leicht. Ja, denken Sie mal dran, als wir Modell Knüppel-Handy mit Tastenhandys hatten und auf einmal kommt so ein Smartphone. Auf einmal kommen die Pads auf die Welt dazu und arbeiten. Und hier kommt eine Software auf die Welt, die eben halt genau für diese Welt geschaffen worden ist. Für unsere Smartphones, für unsere Pads, für unsere Mobilität, die wir im Leben haben. Und sagt, das ist dein Leben, ich bin eben halt die Software für dich und habe mich an deine Bedingungen anzupassen. Das machen wir mit der Software. Nicht irgendwann, irgendwo. Heute, verfügbar, anwesend. Jeder wirkt und arbeitet unabhängig voneinander eben halt und trotzdem habe ich koordiniert über verschiedene Zeitzonen, über verschiedene Orte in der Welt, egal welche Arbeitsmodelle ich dahinter stehen habe. Und das Ganze wird dann richtig, richtig gut, wenn ich nicht alle Systeme isoliert nebeneinander stelle und dann wieder alte Probleme der Interoperabilität bekomme. Das wird dann richtig gut, wenn das Ganze integriert ist, wenn Schnittstellen frei Abläufe bilden kann, wenn ein Bereich in den anderen greift, wenn ich aus der Kampagne mir Leads generieren kann, den Verkaufschancen mitgebe und die Verkaufschancen eben halt ich in Angebote einfach wandeln kann, wenn ich das Angebot modifizieren und in den Auftrag übermitteln kann, wenn der Auftrag einen Lieferschein produziert und ich da heraus eine Rechnung produzieren kann mit Klicks, wenn ich die direkt wegschicken kann über E-Mail in die Welt hinein. Wenn ich nicht eben halt alles neu fünfmal eingeben muss, nicht mehr verändern kann. Wenn ich Versionierungen habe und weiß immer, welche Änderungen wann wo zugekommen sind. Wenn mein Rechnersystem eben halt die Rechnung direkt eben halt wegschicken kann in die Buchhaltung. Wenn der Geldeingang über die Bank hineinkommt, ins System automatisch über Regelinterpreter erkannt wird, der Datensatz und zack, bumm, eben halt die Buchhaltung von alleine durchgeführt wird und hinten ich meinen Controlling-Bericht innerhalb von Sekundenbruchteilen und nicht von 3 Monaten habe. Und das Ganze pay per use. Bezahle, was du nutzt. Pay what you get. Nichts im Vorhinaus. Monatlich im Nachhinein auf der Rechnung genau das, was ich ausgegeben habe. Nicht für gigantische Summen, nee, für kleines Geld pro User. Verfügbar, mit aller Leistung, mit allem Anwendersupport, nie mehr eine alte Version, immer ohne mich drum zu kümmern, von Geisterhand die neueste Version vorhanden, eben halt. Kein Rechenzentrum, das mir irgendwo im Haus abbrechen kann, kein Server, der mir runtergeht, keine Festplatte, die ich mir nachkaufen muss. Pay what you get, all inclusive. Alles eben halt in einer monatlichen Gebühr. Ich habe mit nichts mehr sonst was zu tun. Keine versteckten Kosten, nichts durch die Hintertür, nicht irgendwo eben, was ich dann doch noch wieder anschaffen muss. Ganz transparent. Rechnung am Ende des Monats bezahlen, wie die Telefongebühr, die ich bezahlen muss, ohne Grundgebühr, rein variabel. Keine langfristigen Verträge. Cloud Computing im SaaS-Ansatz mit langfristigen Verträgen sind Unfug. Ich mache mir vertraglich kaputt, was ich eben technisch mir zur Verfügung stelle. Ja, maximal in 14 Tagen muss ich aus jedem Vertrag rauskommen.
Ich muss täglich die Benutzerlizenzen runterfahren können oder hochfahren können. Keine juristischen Knebelungen, sondern Freiheit. Freiheit in meiner Seele, Freiheit in meinem Business, in meiner Software. Und das Ganze mit Software, die eine Enzyklopädie des betriebswirtschaftlichen Wissens sind. Betriebswirtschaftliches Wissen reingepackt in Software, geführt in Abläufe, Schritt für Schritt, anpassbar an die Bedingungen, die in meinem Unternehmen drin sind. Software, die eben halt das Geschäftsfeld, was ich besetze, einfach machen, leicht machen, bedienerfreundlich machen. Software, die sich anschmiegt. Software, die da ist, eben halt, um Geschäfte gut zu machen. Nicht eben halt, um Menschen in Klammern zu zwingen. Von daher sagen wir geschäftsprozessorientierte, integrierte Software im Cloud-Client-Server-Ansatz mit einem SaaS-Geschäftsmodell, multi-tenant-fähig mit Kostendegression. Das ist die Königsklasse. Die absolute Königsklasse an Software und wird so was die Welt verändern im Business, wie man das kaum glaubt. Und wird umkehren den Vorteil von Konzerne, die heute sich hochkomplexe, hochfunktionale Softwaresysteme leisten können und Mittelständler nicht, die gefangen sein werden in ihren Investments der Vergangenheit und der Schnelligkeit der Schnellboote des Mittelstandes, die auf einmal Waffengleichheit nicht bekommen, sondern Waffenvorteile, weil sie ganz schnell auf die neue Software umsteigen können. Die Mittelständler, die Hidden Champions, werden eben halt mit diesen Möglichkeiten einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bekommen vor Großkonzernen. Und das wird in der Wirtschaft mehr als ankommen in den nächsten Jahren. Das ist eben halt so, als wenn einer 2002 behaupten würde, die digitale Kamera wird sich nie gegen die analoge durchsetzen. Doch, das Auto hat sich auch gegen die Pferdekutsche durchgesetzt. Ja, wir haben hier disruptive Technologie. Und das ist meine Botschaft, die ich Ihnen senden möchte und gesendet habe. Mittelständische Unternehmen werden die Gewinner sein. Konzerne werden die Verlierer sein. Cloud-Software ist disruptiv gegenüber Client-Server-Lösungen und wird in der Zukunft, in der Wirtschaft, in unserer Business-Welt eine große Veränderung herstellen. Verlierer sind die, die zu spät aufspringen. Gewinner sind die, die frühzeitig hochgehen. Wenn Sie unsere Lösung kennenlernen wollen, kommen Sie in Halle 4, Stand C47. Wir greifen derzeit die ganzen etablierten Unternehmen an und zeigen, wie man hochfunktionale Business-Lösungen leicht und einfach, preiswert und gut machen kann. Wir wollen damit ein Stück weit eben die Wirtschaftswelt verändern. Wir kommen aus Deutschland, wir gehen über Europa und wollen eben international. Und wir haben uns ganz, ganz viel vorgenommen. Schauen Sie sich die Software an. Sie werden es nicht für möglich halten, Sie werden es nicht glauben, was Sie sehen. Und wenn Sie dann die Preise dazu sehen, dann werden Sie sagen, das gibt es gar nicht. Das ist unmöglich. So viel, vielen Dank.